So, hör auf, dich rumzuporten. Stirb einfach. Uff. Das war definitiv knapp. Ja, nichts leichter als das. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Wäre Emo in da reingetreten, hätte das nicht so glimpflich ausgehen können für uns. Unter meiner Würde. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. So, oh, eine Falle direkt vor uns. Kurz mal orientieren, wo wir sind. Wir sind hier. Was? Nichts leichter als das. Dummes, ich hab genug davon. So, das heißt, wir gehen hier weiter an der Küste entlang. Ja? Gut. Was war denn? Ich verschwinde jetzt. Versuchen weiter die Höhle zu... den Spinnenhort zu finden, wo wir wahrscheinlich den Bruder finden werden. Was wollt? Nichts leichter als das. Ja? So, hier sind wir wieder oberhalb. Oh. Hier fließt der Fluss ins Meer. Hier lang. Okay. Nichts leichter als das. Nicht hier lang. Das heißt, wir gucken mal doch hier oben lang. Kurz. Soweit wir gucken können. Ja, hier fließt auf jeden Fall der Fluss ins Meer. Hat einige Bäume mitgenommen. Ja, ich sag ja, die haben mal sehr, sehr viele Details gedacht in dem Spiel. Ja, gut. Du bist Janko. Hier lang. Und da haben wir wohl die Höhle. Was wollt ihr? Große Spinne. Vor großen Spinnen sollten wir uns in Acht nehmen. Vor Schwertspinnen noch mehr. Was immer ihr braucht. Für die Gefallenen! Au. Wow, 2000 Erfahrungspunkte für die Monster-Schwertspinne des Grauens. Was? Nichts leichter als das. Ja? Ich will jetzt noch mal kurz rechnen. Wie viel mehr? 1500 mehr als das Doppelte, was wir jetzt gebraucht haben, oder? Ja, das heißt, wir haben jetzt die Hälfte von dem, oder? 13,50 werden 13,500 werden 27, ja. Wir haben jetzt genau die Hälfte von dem, was wir brauchen für Stufe 6. Kadi braucht Heilung. Steht zu euren Diensten. Was wollt ihr? So. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, wir wagen es einfach mal da reinzugehen. Schwertspinne, und was bist du für ein dicker Typ? Meine Spinnen! Tötet sie! Tötet sie alle! Du klingst wie eine Frau. Fasst und tötet sie, meine Tierchen. Schickt diese Spinnen in den Tod. Hier gibt es keine Angst vor Spinnen. Bitte lasst uns leben. Wir haben euch nichts getan. Hey, wartet. Wir sind hergekommen, um eure göttliche Weisheit zu vernehmen. Bitte lasst uns sprechen. Nein. Wir haben keine Angst vor Spinnen. Halt's Maul und stirb. Wie nett. Ich bin ganz ohr. Du wirfst. Ja. Du sprichst auf jeden Fall ein Gebet. Ja, oh, alte, du sprichst einen Segen. Wow. So. Du wirf ein Brandöl nach da hinten. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und noch eine Schwertspinne. Ja. Okay, eine Schwertspinne ist tot. Du hast deinen Feuerball. Du hast deinen Feuerball noch gar nicht.
Was können wir dann mit dir machen? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, wir werfen auf jeden Fall nochmal dein Brandöl nach da hinten. Was wollt ihr? Euer Leben liegt in okay, die, die Schwertspinne hatte Furcht. So, jetzt noch den Waldschrat ausschalten. Ein Waldschrat jedenfalls. Noch ein Waldschrat. Noch mehr Spinnen. Für die Gefallenen! Das klappt eigentlich besser, als ich es vermutet habe. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Ort. Ich bin ganz Ohr. Nur heil. Sie vom Gift. Und du töte die letzte Spinne. Ich glaube, den haben wir zwar Asche verbrannt. Ring. Ein kleiner Heiltrank. Den kann Khalid mal haben. So. Gut, leben doch alle. Was wollt ihr? Ja? Emol, du suchst jetzt vorsichtshalber mal nach Fallen in diesem riesen Spinnennetz. Dem traue ich nämlich nicht so ganz. Und guckst mal, ob es leer ist. Scheint leer zu sein. Ihr habt so gut ich kann. Dann guckt sich Düder hier mal die Grube hier an. Ein Ring, ein Typ. Was für ein Ring bist du? Tölpelring. Ja. Was immer ihr braucht, wie befohlen. Ein Schwert und ein viel zu schwerer Kerl. Den kann Minsk mal jetzt nicht rumschleppen. Der kann so schwer tragen. So, das geht langsam die Feuerpfeile aus. Zweihändiges Schwert, das würde ich gerne nehmen. Identifizieren. Was? Gut. So, können wir mal kurz in dieser Höhle rasten vielleicht? Nein, können ja, wir nicht. Rainer, unter meiner Würde. Das heißt, wir müssen draußen vor der Höhle rasten. Was wollt ihr? Okay, eine Riesenspinne. Danke. Gut. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind gut dabei mit den Erfahrungspunkten für Talisa. Da, wir sind schon bei. Wir haben schon 2000 gemacht seit dem Stufenaufstieg und den haben wir hier gemacht, in dem Gebiet. Also fehlen nur noch. Ja, 12.300 ungefähr. Ah, wie viele Riesenspinnen wollen noch kommen? Beinahe unter meiner Würde. Egal, ich glaube, wir suchen den Weg zurück zu. Mich kümmere ich, hab genug davon. Unserem nein, Freund, den wir gerade eben Geist gefunden hatten. Okay. Ja, gut. Ich glaube, hier lang geht's zu. Nein, hier geht's nicht zurück. Okay. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Wir wollen gehen langsam vorwärts. Ich will ein bisschen. Beinahe unter meiner Würde. Ja, ich habe genug davon. Eine Riesenspinne, oder? Ne, eine große Spinne. Ja, euer Leben. Ja, komm. Meine Klinge wird euch zurückstutzen. Mit ein paar großen Spinnen können wir es aufnehmen. Auch wenn alle müde sind. Beinahe unter meiner Würde. Und jetzt sind wir fast schon wieder beim Ausgangspunkt, hä? Hoffe ich mal. Das war jetzt schlecht. Ja, ich bin wie befohlen. Ihr habt schon erledigt. Ich tue mein Bestes.
Denn ich verschwinde jetzt. Okay, einer ist tot. Ja, wie ihr wünscht. Was wollt ihr? Komm, stirb. Für die Gerechtigkeit. Ich tue mein Bestes. Oh, der hat sich aber schnell erholt von seiner Furcht. Du brauchst Schleuderkugeln. So. Gib den Ring mal ab. Beinahe unter meiner Würde. Ihr habt ein so gut wie erledigt. Du schnappst dir hier die Heizkette und verschwindest aus dem Wirkungsbereich. Ja, gut. Gut. Was gibt's hier unten? Wie, hier ist noch eine Falle. Nee, hier ist einfach nur nichts. Okay. Nichts ist okay. Mehr oder weniger. Die Falle ist abgeklungen, also können wir speichern. Und sind dann eigentlich fast schon wieder bei unserem Freund am Anfang. Dort können wir dann nochmal versuchen zu rasten, sobald wir ihm seinen Bruder zurückgegeben haben. Hier. Chillaks Leiche. Dies ist die Leiche von Chillak. Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Wir wollen dich hier nicht angreifen, Kumpel. Chillak, oh Chillak. Wie soll ich das nur Mutter beibringen? Ich bin ja so dumm gewesen. Ich hätte diese dumme Idee nie ausführen dürfen. So eine Schande, so eine Schande. Ihr könnt das verdammte Schwert behalten. Es ist mehr ein Fluch gewesen als alles andere. Ich danke euch dafür, dass ihr mir die Leiche meines Bruders gebracht habt. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Naja, wenn dein Bruder die, den Tölplerring getragen hat, dann wundert es mich nicht, dass er das gemacht hat. Gut. Nochmal 800 Erfahrungspunkte. Wir steigern immer mehr. Jetzt brauchen wir sogar nur noch 11.000 noch was Punkte. 11.700 rum. Und ja, ich weiß, ich bin ziemlich viel damit beschäftigt zu zählen. Was wollt ihr? Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Nicht mal hier haben wir Ruhe. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Was? Beinahe unter meiner Würde. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein, dass wir hier nicht in Ruhe schlafen können. Na, endlich. So. Erstmal das Schwert identifizieren. Das ist nämlich Spinnenfluch. Das Schwert Spinnenfluch wurde ursprünglich von den Ortia-Zwergen im Mantelwald geschmiedet. Es sollte das Verhältnis zwischen dem Zwergenland und den Großherzogen von Baldur's Tor fördern. Etwa ein Jahrhundert lang wurde es von den Großherzögen geschwungen, bis es schließlich verloren ging. Ironischerweise in einem Kampf gegen Wald, Schrat und Spinnen. Im Westen besitzt es sich nun, befindet es sich ungeklärt. Jedoch würde es im Kampf gegen die Spinnplage, von der Mantelwald momentan befallen ist, große Dienste leisten. 1W10 plus 2, also Großschwert plus 2. Merkmal, schützt den Träger vor Zaubern, die Bewegungsfreiheit einschränken, wie zum Beispiel Personen festhalten und Netz. Das ist das perfekte Schwert für Minsk. ETW von 11, jetzt hat er ein ETW von 10 und macht mehr Schaden. So, ich heile noch kurz hoch. Ja? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Was wollt ihr? Ein bisschen. Ihr habt eine Aufgabe? Imoen sollte auch geheilt werden. Ja. Ich klicke zu schnell, ich passe nicht darauf auf, ob die Zauber auch wirklich jetzt angenommen werden. So, habe ich noch einen für Minz? Ja. So, das sollte reichen. Für den Rest dieses Gebietes hier, für das Witzelchen hier oben eigentlich.
Und im nächsten Gebiet ruhen wir uns dann eh nochmal aus. Aber vorher muss ich mal wieder einen Cut machen. Also speichere ich. LP. LP 021. Und dann sehen wir uns gleich wieder.